Fungamwaka, eine Mine im Osten des Kongos. Diese Männer arbeiten, damit wir telefonieren können. Sie bauen Coltan ab, der unentbehrlich ist für die Handyproduktion. Die Demokratische Republik Kongo gilt als weltweit zweitgrößter Lieferant des seltenen Rohstoffs. Fungamwaka ist eine Vorzeigemine. Es gibt keine Kinderarbeiter, der Staat kontrolliert den Abbau und kassiert Steuern. Die Minenverantwortlichen operieren legal. Vor allem aber agieren hier keine bewaffneten Gruppen, die mit dem Schmuggel vom Rohstoff ihren Kampf finanzieren. Denn der lange Bürgerkrieg ist das große Problem des Ostkongos, finanziert durch den Reichtum des Bodens. 90% der Minen werden durch Kleinschürfer betrieben, in kaum zugänglichen Grenzgebieten. Ein Eldorado für Rebellengruppen, die von den Arbeitern Zwangsabgaben fordern und die Bodenschätze über Nachbarländer wie Ruanda auf dem Weltmarkt verkaufen. Audrey Bialura arbeitet seit November 2014 in Fungamwaka. Bevor Rebellen vor Jahren sein Vieh gestohlen haben, war er Farmer. Notgedrungen verdingt er sich inzwischen als Minenarbeiter und lebt im Minenort Numbi ohne Matratze in einem einfachen Bretterbau. In Hochzeiten konnten Schürfer hier noch gutes Geld verdienen. Doch seit der Boom vom neuen Gold abgeflaut ist, machen viele von ihnen eher Schulden. Verdient habe ich bislang rein gar nichts. Stattdessen musste ich mir für meine Lizenz als Schürfer die Miete oder Essen immer wieder Geld vom Boss leihen. Das Leben in Numbi ist teuer und unsere Ausbeute viel zu gering. Eine legale Mine wird von der Kooperative gemanagt. Von hier pachten Unternehmer Abschnitte zur Ausbeutung und heuern dann Arbeiter wie Audrey an. Der Gewinn wird aufgeteilt. 50% gehen an den Pächter. Die Erze werden wie in alten Goldgräberzeiten mit der Schaufel aus dem Sand gewaschen. Zinn bringt in der Provinzhauptstadt pro Kilo aktuell nur noch 5 Euro, Coltan immerhin noch 20 Euro ein. Die staatliche Minenaufsicht Sescam registriert die Mineralien, die Fungamwaka verlassen, und versiegelt die Plastiktüten. Aber die lokalen Händler öffnen die Beutel sofort wieder, um zunächst Schmutz und Eisen und dann mit einem einfachen Magneten auch das wertvolle Coltan vom Cassiterit zu trennen. Hier hört die Kontrolle auf, fängt die Grauzone an. Bukavu, Provinzhauptstadt von Südkivu. Im Hof des Geologischen Museums hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe aus Hannover ein Labor eingerichtet, das die Herkunft der Erze bestimmen kann. Denn jedes Sediment weist spezifische Eigenschaften auf. Darüber ließe sich auch über Grenzen hinweg noch genau bestimmen, aus welcher Region das Material stammt, legal oder geschmuggelt. Der geologische Fingerabdruck als Identifizierung schmutziger Mineralien. Doch in einer Mine wie Fungamwaka drückt all der Kontrollaufwand zunächst auf den Gewinn, wie ein Exporteur in Bukavu erzählt. Der Weltmarktpreis passt sich ja nicht an. Alle Kosten, die Steuern, Gebühren, gehen am Ende zulasten der Minenarbeiter. Deshalb fordern Organisationen wie Miserior seit langem, dass Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, für ihre gesamte Lieferkette vom Rohstoff bis zum Produkt menschenrechtliche Standards einzuhalten und dafür auch finanziell in Verantwortung genommen werden. Denn in Fungamwaka zahlen allein die Schürfer den Preis für die Kontrollen. Sie verdienen weniger. In den letzten Monaten konnte ich keinen einzigen Franc an meine Familie schicken. Nach Hause kann ich auch nicht. Man würde mich wegen der Schulden sofort verhaften.